Hi, erinnerst du dich an diese Szene aus dem Zeichentrickfilm Der König der Löwen? Diesmal ist aber alles anders gelaufen. Zum Glück befanden sich unten Fußballfans, die den kleinen Simba gerettet haben. Nach solchen Videos fängt man sogar wieder an, an die Menschheit zu glauben. Jetzt wissen wir, wozu man den Flugzeugmodus braucht. Das ist der größte Ausdruck von Schwerelosigkeit, die erfahrene Piloten erreichen können. Dazu fliegt das Flugzeug auf einer speziellen Flugbahn, der sogenannten Keplerbahn. Zuerst gewinnt man in einem Winkel und mit maximaler Geschwindigkeit an Höhe und fliegt dann wieder steil nach unten. In dieser Zeit passiert das, was du jetzt auf deinem Bildschirm sehen kannst. Man hat dir bestimmt auch öfter gesagt, dass es gesundheitsschädlich ist, lange vor dem PC zu sitzen und dass man sich viel bewegen muss. Offensichtlich hat dieser Junge es satt, das ständig zu hören und beschloss, beides miteinander zu kombinieren. Dude, how? Danke für die Idee. Jetzt wissen wir, wie wir unser nächstes Wochenende gestalten können. Es kommt vor, dass man schnell eine Glühbirne wechseln muss und es in der Nähe sowohl keine Leiter als auch keinen Stuhl gibt. Wir leben aber inzwischen im 21. Jahrhundert und für derartige Probleme gibt es bereits moderne Lösungen. Was gibt es Schöneres, als an einem frostigen Wintermorgen mit solch einer Aussicht den Berg herunterzufahren? Sieht so aus, als hätte dieser Typ alle Chancen, zu einem Snack für diesen kleinen Burschen zu werden. Dabei ist das Tauchen mit Haien eine recht gängige Praxis, da sie Menschen nur sehr selten angreifen. Statistisch gesehen sterben jährlich etwa 12 Menschen an Haiangriffen. Bei Krokodilangriffen liegt diese Zahl bei 1000. Dieser Bursche hier fühlt sich eindeutig wie eine niedliche Katze. Hauptsache, er beißt nachts nicht in die Beine. Dieser Kerl sollte für diese geniale Art, Getränke schnell abzukühlen, eine Prämie bekommen. Endlich braucht man sie nicht in den Kühlschrank zu stellen. Dabei sollte man allerdings bedenken, dass die Temperatur in einem Feuerlöscher bis zu minus 70 Grad Celsius betragen kann und das bei Hautkontakt sofort zu Erfrierungen führt. Glaubst du, du bist ein ultimativer Jenga-Spieler? Dann hast du bestimmt noch nicht diesen Typen gesehen. Oh mein! Auf dieser Strandparty hatten alle anscheinend genug von diesem Typen und beschlossen, ihn auf eine möglichst spektakuläre Art und Weise nach Hause zu schicken. Bei diesem ungewöhnlich geformten Motorrad handelt es sich um ein Dragbike. Seine Leistung kann bis zu 1000 PS betragen und der Fahrer hat keine Sicherheitsgurte, die ihn im Fall eines Sturzes schützen könnten. Der aktuelle Geschwindigkeitsweltrekord auf einem Dragbike liegt bei 424 km/h. Stell dir nur vor, dass irgendein Verrückter 402 Meter in nur 5,5 Sekunden zurückgelegt hat. Du hast früher vielleicht gedacht, dass die Arbeit auf einem Traktor langweilig ist. Was ist aber, wenn wir dir solche Tricks von diesem Jungen aus Indien zeigen? Nach diesem Video sind wir uns fast sicher, dass die indischen Filme wahr sind. Draußen ist es kalt geworden und du willst nicht mehr beim Angeln im Wasser stehen? Dann kannst du einfach ein Spielzeugboot benutzen, um das Netz zu spannen. Allerdings ist noch nicht ganz klar, wie man das Netz wieder an Land bringt. Dieser Typ beschloss anscheinend, an der Waschwäsche zu sparen und riss einfach einen Hydranten ab. Gleichzeitig nahm er dazu auch noch eine Dusche. Der Wasserdruck im Hydranten ist nämlich so stark, dass der Wasserstrahl bis zu 10 Meter hoch werden kann. So kann man auch den Lack der Karosserie beschädigen. Thank you.
Das ist doch mal Teamwork. Schön, dass der Welpe sich im Erwachsenenalter dafür bei der Henne bedankt. Auch in der Tierwelt wäscht eine Hand die andere. Dieser Bursche scheint nicht besonders glücklich mit seiner neuen Gesellschaft zu sein. Ein Feuerzeug anmachen und eine Flasche öffnen und das auch noch mit Hilfe eines Baggers? So etwas hast du bestimmt noch nicht gesehen. Wie macht man mitten am Tag ein schönes Feuerwerk? Ganz einfach, mit Hilfe von Farbpulver und bunter Bänder. Sieht doch genauso spektakulär aus wie bei Nacht, nicht wahr? Solche riesigen Nester von Hornissen stellen eine echte Gefahr für Menschen dar. Um sie zu vernichten, muss ein spezieller Schädlingsbekämpfungsdienst gerufen werden, dessen Arbeiter sie in Schutzanzügen mit einem speziellen Insektizid behandeln und dann vernichten. Ja, leider gibt es keine andere Möglichkeit, mit diesen Monstern fertig zu werden. Das war bestimmt kein guter Tag für diesen Piloten. Allerdings hatte er großes Glück, dass er bei diesem Wetter nicht in der Luft war. Manche Hunde halten sich sogar beim Laufen an die Sicherheitsvorschriften und tragen einen Helm. Jemand muss diesem Burschen unbedingt helfen. Nicht jeder schafft es so gut, das Gleichgewicht zu halten. Bei solch einer Geschwindigkeit ist es unglaublich wichtig, jede Kurve zu meistern. Würdest du es riskieren, dort Fahrrad zu fahren? Das sieht nach einem Erdbeben aus. Guck dir nur an, wie die Wellen hier gegen die Strömung brechen. In Wirklichkeit handelt es sich dabei um ein seltenes Naturphänomen, das sich an kleinen Flüssen mit einer engen Meeresmündung bildet. Das wirst du vielleicht nie mehr wiedersehen. Diese Männer haben eindeutig entschieden, dass das hohe Alter überhaupt kein Problem ist und organisieren mitten am helllichten Tag ein lustiges Rennen. Weißt du auch schon, wie du dich im Alter amüsieren wirst? Dieser Trick setzt großes gegenseitiges Vertrauen mit dem Fahrer voraus. Selbst wenn man sich dabei im Auto befinden würde, würde es ziemlich nervenaufreibend sein. Sich währenddessen auf dem Dach zu befinden, ist etwas völlig Unfassbares. Diese Frau hat bestimmt keine Höhenangst. Ihr Mut ist wirklich erstaunlich. Wir kriegen allein beim bloßen Anblick Angst. Der Autor dieses Videos filmte den Transport einer riesigen Machete. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein Rotorblatt einer Windkraftanlage. Am meisten würde uns aber interessieren, wie sie unter der Brücke durchkommt. Diese Frau macht sich offensichtlich keine Sorgen um den Mundgeruch ihres Verehrers. Dabei handelt es sich um ein Restaurant, in dem man Essen bestellen und damit die Giraffen füttern kann. Wobei man das in der ersten Etage lieber nicht tun sollte, da Giraffen aufgrund ihres langen Halses einen hohen Blutdruck haben und es deshalb gesundheitsschädlich für sie ist, mit gesenktem Kopf zu essen. Der Anfang eines coolen Songs? Geräusche aus einem Zeichentrickfilm? Der Anflug eines UFOs? Dieser Typ kann mit einem Metallblech absolut alles nachmachen. Was braucht man heutzutage, um ein grafisches Meisterwerk zu schaffen? Einen nassen Schwamm und einen trockenen Asphalt.
Hast du dir als Kind auch vorgestellt, dass der Boden Lava ist? Der Pilot dieses Hubschraubers beschloss anscheinend Gärtner zu werden. Hätte er mit den Rotorblättern den Baumstamm erwischt, hätte er es wohl kaum zum Abendessen nach Hause geschafft. Hier ist ein toller Tipp für den Fall, dass dir ein Kamel den Weg versperrt und du nicht durchkommst. Interessant, ob das auch mit einem Bären klappen würde. Dieser Motorradfahrer hatte unglaublich viel Glück. Als er auf 149 Kilometer pro Stunde beschleunigte, hatte er wohl bestimmt nicht mit solch einem Hindernis gerechnet. Der Fahrer des Pickups hat sicher auch nicht besonders gut ohne die Matratze geschlafen.